Das waren so viele schöne Witze, aber jetzt würde ich schon gerne wissen, ob man sich selbst heiraten kann, Luzi. Alles klar. Also, wie du sicherlich weißt, können Menschen untereinander heiraten und in manchen Ländern sogar mehrere Personen. Also mehr als zwei. Sogar die Ehe zwischen Mensch und Gegenstand oder Objekt ist möglich. Aber in der Regel spricht man von der Heirat zwischen zwei Menschen, wenn man von Ehe redet. Aber sich selbst zu heiraten ist tatsächlich möglich. Hier redet man von der sogenannten sologamischen Ehe. Sologamie bedeutet, dass man eine Beziehung mit sich selbst hat. Da gibt es verschiedene Arten und auch die extreme Variante der Selbstverliebtheit kann man mit dazu zählen. Aber diese hat wieder ihr ganz eigenes Kapitel, womit wir uns heute nicht beschäftigen. Eine sologamische Ehe vollziehen hauptsächlich Frauen in ihren 30er Jahren. Aber auch Männer heiraten ab und zu sologamisch. Eine Einzelhochzeit ist ein Bekenntnis zu sich selbst. Hierbei spricht man vom Wunsch zu heiraten, jedoch ohne Partner. Man verspricht sich selbst zu achten, zu schätzen und zu lieben, in guten wie in schlechten Tagen. Eine Einzelhochzeit, wie sie in Deutsch übersetzt heißt, kann sogar das Selbstvertrauen stärken und ist daher nicht grundlegend schlecht. In Europa ist die sologamische Hochzeit verboten. Aber Amerika ist auch in diesem Beispiel wieder das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Dort geht es nämlich. In Deutschland wird eine Selbstehe auch nicht anerkannt und Leute, die sich selbst geheiratet haben, gelten in Deutschland als unverheiratet. Lustigerweise werden in einigen europäischen Ländern Ehen zwischen Mensch und Gegenstand jedoch anerkannt. Also die Ehe zwischen Mensch und Objekt wird anerkannt, aber die Ehe mit sich selbst nicht. Klingt zwar komisch, ist aber so. Somit ist die Antwort auf diese Frage also, ja, man kann sich selbst heiraten, aber die Ehe kann nicht überall vollzogen werden und wird auch nicht überall anerkannt. Das war ja auch wieder sehr interessant zu erfahren. Dankeschön. Gerne, Bulgur. Aber jetzt mache ich mich weiter auf den Weg. Ich will heute nämlich noch tief in den Wald gelangen, in der Hoffnung auf Gevatter Hein zu treffen. Die Gespräche mit ihm sind nämlich immer so interessant. Das glaube ich dir gerne. Ich weiß zwar nicht, wo Hein jetzt zu dieser Zeit ist, aber ich kenne einen kleinen Trampelpfad im Wald, an dem er oft auftaucht. Wenn du magst, bringe ich dich dorthin, Luzi. Das wäre sehr freundlich von dir. Na dann steig auf. Ich werde dich gerne tragen. Oh, da sage ich natürlich nicht nein. Na dann mal los, mein Freund.